Dritter Teil: Leitfaden. Sechstes Kapitel: Mantrische Worte Sri Aurobindos. Willst du ein wahrer Vollbringer göttlicher Werke sein, muss dein erstes Ziel darin bestehen, von jeglichem Begehren und aller Eigenliebe völlig frei zu werden. Dein ganzes Leben muss eine Darbringung und ein Opfer an den Höchsten sein. Das einzige Motiv deines Handelns sei zu dienen, zu empfangen, zu erfüllen und ein Werkzeug zu werden, das die göttliche Shakti in ihrem Wirken offenbart. Du musst im göttlichen Bewusstsein wachsen, bis es keinen Unterschied mehr gibt zwischen deinem Willen und ihrem, keinen anderen Antrieb als ihren Anstoß in dir, kein Handeln, das nicht ihr bewusstes Wirken in dir und durch dich ist. Bist du zu dieser vollständigen dynamischen Identifikation imstande bist, musst du dich als eine Seele und einen Körper betrachten, erschaffen zu ihrem Dienst, als jemand, der alles um ihretwillen tut. Auch wenn die Vorstellung des selbstständig Handelnden in dir stark ist und du das Gefühl hast, dass du es bist, der handelt, so muss es dennoch für sie getan werden. Alles Bestehen auf egoistischer Wahl, alles Verlangen nach persönlichem Gewinn, alles Vorbehalten ich-bezogene Wünsche muss aus der Natur ausgerottet werden. Es darf kein Begehren der Früchte und kein Trachten nach Belohnung geben. Die einzige Frucht für dich ist die Freude der göttlichen Mutter und das Vollbringen ihres Werks. Dein einziger Lohn, ein stetes Fortschreiten in das göttliche Bewusstsein und in die Ruhe, Kraft und Seligkeit. Die Freude am Dienen und die Freude inneren Wachsens durch Arbeit ist Lohn genug für den selbstlosen Arbeiter. Doch es wird eine Zeit kommen, wo du mehr und mehr fühlen wirst, Werkzeug zu sein und nicht der Arbeiter. Denn zunächst wird deine Verbindung mit der göttlichen Mutter durch die Kraft deiner Hingabe so innig, dass du dich jederzeit nur zu konzentrieren und alles in ihre Hände zu legen brauchst, um von ihrer Gegenwart geführt zu werden, unmittelbar von ihr Geheiß oder Anregung zu empfangen und den sicheren Hinweis auf das, was zu tun ist und wie es zu tun ist und auf das Ergebnis. Und später wirst du feststellen, dass die göttliche Shakti nicht nur inspiriert und lenkt, sondern deine Werke einleitet und ausführt. All deine Bewegungen gehen von ihr aus. All deine Kräfte sind die ihren. Mental, Leben und Körper sind bewusste und freudige Werkzeuge ihres Wirkens, Mittel ihres Spiels, Gussformen für ihre Offenbarung im physischen Universum.
einen glücklicheren Zustand als den dieser Einheit und Abhängigkeit kann es nicht geben. Denn diese Stufe führt dich aus dem Leben der Anspannung und des Leidens in der Unwissenheit zurück über die Grenzlinie in die Wahrheit deines spirituellen Wesens, in dessen tiefen Frieden und intensiven Ananda. Während diese Umwandlung vor sich geht, ist es mehr denn je nötig, dass du dich von allem Makel der Pervertierungen des Egos reinhältst. Lass keine Forderung, keinen Anspruch sich einschleichen und die Reinheit oder Selbsthingabe und das Opfer beflecken. Du darfst nicht an der Arbeit oder dem Ergebnis hängen, keine Bedingungen stellen, darfst keinen Anspruch erheben, jene Macht zu besitzen, die dich besitzen sollte, nicht stolz darauf sein, Werkzeug zu sein, nicht eitel oder anmaßend. Nichts im Mentalen oder Vitalen oder Physischen darf die Größe der Kräfte, die durch dich wirken, für eigene Zwecke missbrauchen oder zur eigenen persönlichen Befriedigung verwenden. Lass deinen Glauben, deine Aufrichtigkeit, die Reinheit deiner Aspiration absolut sein und alle Ebenen und Schichten des Wesens durchdringen. Dann werden jedes störende Element und jeder verderbliche Einfluss nach und nach von deiner Natur abfallen. Die letzte Stufe dieser Vollendung kommt, wenn du dich mit der göttlichen Mutter vollständig identifizierst und dich nicht länger als ein anderes und getrenntes Wesen empfindest, als Werkzeug, Diener oder Arbeiter, sondern wahrlich als ein Kind und als ein ewiger Teil von ihrem Bewusstsein und ihrer Kraft. Sie wird immer in dir sein und du in ihr. Es wird für dich eine ständige, einfache und natürliche innere Erfahrung sein, dass all dein Denken und Sehen und Handeln, ja selbst dein Atmen und deine Bewegungen von ihr kommen und ihr gehören. Du wirst wissen und sehen und fühlen, dass du eine Person und eine Kraft bist, die sie aus sich selbst heraus geformt hat, aus sich herausgestellt für das Spiel und die dennoch stets in ihr geborgen ist, Sein von ihrem Sein, Bewusstsein von ihrem Bewusstsein, Kraft von ihrer Kraft, Ananda von ihrem Ananda. Wenn dieser Zustand vollendet ist und ihre supramentalen Energien dich frei bewegen können, wirst du in göttlichem Wirken vollkommen sein. Wissen, Wille, Handeln werden sicher, einfach, leuchtend, spontan, fehlerlos, ein Fließen aus dem Höchsten, eine göttliche Bewegung des Ewigen.
Worte, schrie Aurobindus. Du musst die richtige Einstellung nicht nur in deiner inneren Konzentration, sondern auch in deinen Tätigkeiten und Bewegungen einnehmen. Wenn du das tust und alles der Führung der Mutter unterordnest, wirst du sehen, dass Schwierigkeiten beginnen abzunehmen oder viel leichter überwunden werden und alles zunehmend reibungsloser verläuft. Bei deiner Arbeit und in deinen Handlungen musst du dasselbe tun wie bei deiner Konzentration. Öffne dich der Mutter, überlasse alles ihrer Führung, rufe den Frieden herbei, die unterstützende Kraft, den Schutz und, damit diese wirken können, weise alle falschen Einflüsse zurück, die ihnen in den Weg kommen könnten, indem sie falsche, achtlose oder unbewusste Regungen verursachen. Beherzige dieses Prinzip, oder dein ganzes Wesen wird eins werden, unter einem Gesetz, im Frieden, in schützender Macht und behütendem Licht.